Hallo meine Lieben, grüße ganz herzlich. Ich bin hier mit Papa. Und meinen auch, hallo. Und wir sind auf dem Weg zu Akupunktur. Ich habe heute meinen zweiten Akupunkturtermin. Ich hatte schon letzten Freitag einen. Hat leider nicht wirklich was gebracht, aber man sagt ja, dass Akupunktur braucht ein bisschen länger. Und ja, ich probiere es einfach. Deswegen gehe ich jetzt nochmal hin. Ja, gestern habe ich auf Insta-Story gesagt, oh, mein erster Tag speibfrei, weil mir ging es gestern eigentlich relativ gut. Aber dann am Abend habe ich nochmal so richtig die Raketen rausgeschossen. Also ja, ich habe mich leider zu früh gefreut. Leider doch noch nicht speibfrei. Aber ja, es kommt noch. Viele haben mich gefragt, in welcher Schwangerschaftswoche ich denn bin. Und ich weiß es leider nicht ganz genau. Also ich meine, der Frauenarzt, laut Frauenarzt bin ich in der 11. Schwangerschaftswoche, heute genau. Und laut dem Krankenhaus, die gemeint haben, das passt nicht so ganz, bin ich dann in der 10. Schwangerschaftswoche. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Ich habe in einer Woche Termin beim Frauenarzt, dann sage ich ihm das und dann kann er vielleicht nochmal nachmessen und nochmal nachgucken. Ja, und mal schauen. Also entweder 10. oder 11. Woche, wir wissen es noch nicht ganz genau. Und ja, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg zur Akupunktur. Aber vorher machen wir einen kleinen Halt bei McDonald's, weil ich habe noch nichts gefrühstückt und ich möchte mir so einen McToast holen und einen Kräutertee. Der schmeckt so gut bei McDonald's. Der Baba, vielleicht müssen wir den mal abfotografieren, der ist so lecker, das ist der beste Tee. Bin jetzt momentan so im Teefieber. Ja, und danke an so viele, die sich bei mir gemeldet haben. Wegen diesen Agurax-Tabletten. Das ist wirklich super, super lieb. Ich habe schon einige aus Frankreich und einige aus Holland, die sich bei mir gemeldet haben. Und die gucken für mich. Das ist so lieb, wirklich. Das ist so eine Rettung für mich. Ja, weil man kann sie jetzt aktuell halt nirgends bestellen. Auch bei dieser Apotheke, die einige da in die Kommentare geschrieben haben. Es geht nicht, weil die liefern keine Medikamente ins Ausland. Das ist ein neues Gesetz. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt grundsätzlich ein neues Gesetz ist oder ob es jetzt was mit Corona oder sowas zu tun hat. I don't know. Ja, grüß Gott. Ich möchte bitte einen McToast mit Schinkenkäse. Einmal? Ja. Ja. Dazu einen Tee, so diesen Kräutertee. Bitte? Ein Tee bitte, Kräutertee. Haben Sie auch? Ja, ja, sicher. Bitte Leising Herbs. Bio-Tee. Haben Sie mich verstanden? Nein. Ein Kräutertee. Ja. Und dann noch so diese Pancakes. Mit Honig. Und ein Pancakes. Mit What? Mit Honig. Honig, ja. Da kann ich nicht sagen. Kann ich nicht aussprechen. Ne? Pancakes. Pancakes. Pancakes, ich hab's ausgesprochen. Oh mein Gott. Das ist der beste Tee. Kann ich euch wirklich empfehlen bei McDonald's. Ich zeige euch mal, was ich mir zum Frühstück genommen habe. Also. Ein McToast mit Schinken und Käse, oder? Ja, ist aber ziemlich wenig drin. Und dann habe ich noch Pancakes mit Honig, aber die esse ich nachher. Ich habe leider nur mehr 1% Akku, das heißt, ja, melden wir dann später. Schaut mal, zu Hause angekommen, hat der Patrick Frühstück gemacht für die Luisa. Hat er bei dir viel Frühstück gemacht? Ja. Avocado-Brot? Ja. Ja? Hast du die Lara auch schon gegessen? Nein. Ist die Michelle schon wach? Ich darf gar nicht. Du musst die anschnallen, Patrick, schau. Und Luisa, ist es lecker? Nein. Nein, nicht lecker? Ich habe nicht mehr probiert. Wir sind jetzt gerade nach Hause gekommen von Akupunktur. Wir haben jetzt noch was Kleines zum Essen eingekauft. Und ich war noch bei der Apotheke, wollte mir noch so einen Tee, aber ich habe so einen Tee mischen lassen, aber ich muss ihn erst am Nachmittag dann abholen. Und ja, Akupunktur, mir geht's nach der Akupunktur immer ziemlich gut. Kurz danach bin ich immer so richtig beschwerdefrei, aber das hält auch nicht lange. So, meine Lieben, wir sind jetzt in den Garten rausgegangen mit allen Kindern. Also der Patrick ist nicht dabei. Und der Papa mäht den Rasen. Ich habe jetzt kurz die Zeit genutzt, wo er eine Pause gemacht hat. Ja, er mäht den Rasen. Aber unser Rasenmäher ist eh nicht so laut, so ein Elektrorasenmäher. Der Papa, der tut Rasenmähen.
Was? Rasenmähen. Ja, und mir geht's nach der Akupunktur richtig gut. Also wirklich, mir geht's wirklich richtig blendend und ich genieße das richtig. Es ist, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Man vergisst einfach, wie das ist, wenn einem wirklich so viel schlecht ist, dann vergisst man, wie das ist, wenn man sich normal fühlt. Irgendwie habe ich so einen innerlichen Stress, weil ich immer Angst habe, auch jetzt kommt es bald oder so. Aber nein, ich bin noch optimistisch, mir geht es wirklich super gut. Ja, auf jeden Fall, sobald dann die Übelkeit weg ist, kann ich dann auch endlich mal die Schwangerschaft genießen, weil bis dato kann ich mich noch auf gar nichts freuen. Also auf diese Momente, wo es mir nicht schlecht geht. Wir sind jetzt wieder ins Haus gekommen, weil es war jetzt doch ziemlich heiß draußen und das war jetzt schon zu warm. Deswegen sind wir jetzt im Haus. Die Mädels schon jetzt ein bisschen fern und ich habe mir ein paar Nudeln gekocht. Weil ich muss immer ein bisschen früher, also vor den Kindern essen, weil die essen ein bisschen später zum Frühstück. Deswegen, und bei mir ist es halt so, ich muss mehrmals öfters kleine Speisen am Tag essen. Und es ist schon 15 Uhr, schon ein bisschen spät eigentlich für mich, fast für Mittagessen, normalerweise ist ich früher. Ich habe mir Nudeln gekocht und dazu werde ich mir so ein bisschen Hüttenkäse reingeben. Ich habe jetzt Mittag gegessen und habe mich mal wieder in mein Büro begeben. Hier war ich schon sehr lang nicht mehr, also seitdem es mir nicht so gut geht, glaube ich, weiß ich nicht, war ich da schon lange nicht mehr drinnen. Auf jeden Fall bin ich in meinem Büro, weil ich euch etwas zeigen möchte. Der Papa ist ja nicht zu Hause, deswegen kann ich die Zeit gut nutzen. Bei uns am Sonntag ist ja Vatertag und ich habe was richtig, richtig Tolles für den Papa zu Vatertag, nämlich eine ganz besondere Uhr. Und zwar von der Marke Nordgreen. Könnt ihr vielleicht hier schon lesen. Ich zeige euch gleich, wie die ausschaut. Die ist wunderschön. Ich hole sie mal hier raus. Also das ist eine Uhr mit zwei Bändern. Hier einmal, ich hole die mal raus. So schaut die Uhr aus. Und ich könnte das gut erkennen. Also, es spiegelt ein bisschen. Also ich muss euch umdrehen, weil es geht so nicht zum Herzeigen. Moment. Und das ist die wunderschöne Uhr. Sie spiegelt ein bisschen, ihr könnt mich da wahrscheinlich ein bisschen sehen. Aber wie man erkennen kann, ist eine wirklich wunderschöne Uhr. Die Marke heißt Nordgreen und die Uhr heißt Pioneer. Ich habe die für den Papa mit dem blauen Ziffernblatt ausgewählt, aber man gibt, man kann auch schwarzes Ziffernblatt oder ein weißes nehmen, aber ich finde, eins mit Blau hat er noch nicht und das ist, finde ich, was ganz Besonderes. Deswegen habe ich die für ihn ausgewählt in Silber mit seinem silbernen Armband und dann zusätzlich noch zum Wechseln habe ich dann noch so ein schwarzes Lederarmband genommen. Das kann er dann selber austauschen, falls er das möchte. Und ich finde, das ist einfach so eine ganz, ganz schicke, wunderschöne Uhr. So, ich glaube, jetzt kann man das Ziffernblatt ein bisschen besser erkennen, ohne dass es sich so extrem spiegelt. So, ich habe es jetzt hier wieder reingetan, damit sie dann ready ist für den Sonntag, wenn wir sie dem Papa dann geben. Nordgreen ist übrigens eine dänische Designer-Uhrmarke, die in Kopenhagen ihren Sitz hat, wie auch wunderschön hier dasteht. Das ist ein skandinavisches, minimalistisches Designer-Uhr, wie man sehen kann. Der Designer heißt übrigens Jacob Wagner. Und was ich ganz, ganz toll finde bei Nordgreen, sie spenden ganz viel an Hilfsorganisationen. Also man kann auch auf der Webseite schauen, ich werde es euch unten in der Infobox verlinken, wo das Ganze dann hingeht. Und das finde ich richtig, richtig toll. Und wenn ihr auch so eine wunderschöne Nordgreen-Uhr haben möchtet, dann schaut unbedingt in die Infobox. Dort werde ich euch nämlich den Link zur Webseite reinsetzen. Und ich habe auch zusätzlich einen 20% Rabattgutschein für euch. Und zwar mit Diana D. könnt ihr in den ersten 3 Tagen 20% sparen. Danach nur mehr 15%. Also unbedingt vorbeischauen. Und in der Infobox ist der Link dazu und auch zu diesen Giving Back Programs von Nordgreen. Da könnt ihr schauen, wohin wird das Geld gespendet zum Beispiel. Und ja, falls euch die Uhr auch gefällt, dann schaut unbedingt vorbei. Und ich werde die jetzt ganz schnell wieder verpacken und verstecken, weil wenn der Papa dann nach Hause kommt, dass er sie nicht findet. Mr. Daddy ist wieder da und yeah. Wir haben gesagt, wir zeigen euch schnell. Also was er war jetzt einkaufen und wir zeigen euch schnell im Schnelldurchlauf. So à la Food Hall. Was wir gekauft haben. Aber hast du jetzt viel eingekauft? Wie viel hast du ausgegeben? Beim Hofer 63 Euro. Bin ich sparsam. So lang der Patrick.
Was ist so lustig? Ich habe gerade eine Lektüre über unnötiges Salz aus Himalaya. Ja, die haben hier so eine Salzdiskussion. Okay, also wir zeigen euch mal schnell, was wir eingekauft haben. Also, da war mir mal eine Thermoskanne gekauft, eine Thermosflasche, weil ich muss mir jetzt immer so Tee machen gegen die Übelkeit. Der Bauch schon riesig aus. Dann haben wir von Hofer noch eine frische Baguette von Backstein. Ja, bitte machen ein schnelles Nicole. Dann haben wir noch Erdbeere von Erdbeerland gekauft. Soletti. Dann haben wir wollen morgen einen Ausflug machen und haben wir für morgen ein paar Snacks gekauft, wie 40. Warum sind ihr denn so platt gedrückt? Ja, es war viel Gewicht drauf. Weinberg 40 ist es. Ach so. Ja. Dann eine Gurke, auch natürlich für morgen für unterwegs. Dann zwei Melanzani. Für den Kindern habe ich noch Shampoo und Duschgel, 2 in 1, auch von Hofer. Für die Kleinen, oder? Für die Kleinen, ja. Das war ja gar nicht so teuer, ich glaube 3,70. Da wir heuer nicht nach Italien fahren, dann holen wir Italien zu uns. Ja, das ist super lecker. Den Rezze, das schmeckt wirklich sehr lecker. Warte, die Mama macht immer so. Ja, schau, da geht. Foodblogger. Mit Zitronenschale. Dann Nektarinen, auch für morgen natürlich für unterwegs. Das wäre Zucker, auch für morgen für unterwegs. Na, das war schmeckt. Zucker haben wir auch gekauft, weil wir nicht mehr gehabt haben. Dann habe ich für mich und für Patrick und für uns alle anderen Pringles Salz. Mit Salz. Einmal Schokofresh für die Ratons. Und Kinderschokolade haben wir auch noch gekauft. Milchschnitte, Maxikin. Und für Patrick haben wir vegane Süßigkeiten gekauft. Und zwar Crunchy Granola Bits. Bites. Hier nochmal in einer anderen Sorte. Und da ist eine andere Sorte, da ist einmal mit Kokos. Kokos? Einmal mit Kokos. Kokos. Aber mein Kopf ist irgendwie weg, schau. Ist doch wurscht. Der Teil hier fällt sehr leer. Also, dann habe ich mir gekauft Gouda mit weniger Fett. Den habe ich genug. Dann zwei Avocados. Genau. Und ein Hummus. Das ist Patricks Lieblingshummus. Dann habe ich mir einmal Mozzarella laktosefrei gekauft. Gekauft, habe ich vergessen zu sagen. Gekauft, hat er nicht geglaubt. Das wäre doch idiotisch, oder? Sehr logisch. Babybeeren, aber gekauft. Welchen? Den da? Diese? Ja. Ist mir Kuss da? Michelle! Süßigkeiten, kannst du dir einen Kuss kaufen? Dann haben wir noch für morgen, auch natürlich für unterwegs, Bananen gekauft. Dann hat der Patrick sich auch so ein Fertiggericht gekauft, natürlich auch vegan. Das ist ein Tomatenrisotto. Es geht auch easy cheese zum Kochen. Und ein zweites Gericht, Gemüse Couscous, natürlich auch vegan. Dann noch ein Stück Italien, diesmal wieder. Das sind Canestrini. Mmh, mega lecker. Bitte, Papa, ein Kuss. So, dann haben wir nochmal Cordimella. Das ist alle Sorten gekauft? Ja, drei Sorten hat es gegeben, drei habe ich gekauft. Und natürlich, Kartoffeln darf nicht fehlen. Und der Papa hat mir jetzt einen Tee geholt von der Apotheke. Da drinnen ist Kamille, Melisse und Pfefferminz. Und der schaut so gut aus. Ah, oh, der riecht ja so gut. Stell dir vor. Schaut mal, das ist... Da kann man richtig die Kamillendinger sehen. Das muss ich nämlich trinken. Es soll angeblich super gegen Übelkeit sein. Das hat mir die Hebamme heute empfohlen. Ich werde mir jetzt noch ein Getränk machen, was mir die Hebamme geschickt hat. Die hat mir so ein Rezept geschickt und hat gesagt, das hilft sehr, sehr gut bei Übelkeit. Und das werde ich jetzt machen, weil ich habe heute auch das erste Mal seit langem mir mal Ingwer wieder gekauft. Ich bin jetzt kein großer Ingwer-Freund, aber ist ja sehr gut bei Übelkeit. Und deswegen trinke ich das schon den ganzen Tag und ich werde mir jetzt dieses Getränk machen. Man braucht auf jeden Fall mal einen Saft. Man kann entweder Traubensaft oder Apfelsaft nehmen. Ich habe Traubensaft genommen. Davon werde ich jetzt hier einen halben Liter reinmachen. Also die Hälfte.
Das muss man auf jeden Fall am Abend zubereiten und dann in die Thermoskanne geben und erst morgens trinken. So, 1/2 Liter. Dann kommen hier 3 Ingwerscheiben rein. Und dann braucht man noch 1 Teelöffel geriebene Orangenschale. Und da die meisten Orangen, die man kaufen kann, die Schale unverzehrbar ist, haben wir überall gelesen. Und deswegen habe ich das hier gekauft. Das ist so, bei den Backsachen gibt es das. Und da werde ich jetzt einen Teelöffel reinmachen. Ja. Super, hat sich aufgegangen. Da ist auch ein bisschen Dextrose drin. Stand da. Riech mal. Das riecht wie dieses Multivitamingetränk aus unserer Kindheit. Kennst du die? Ein Teelöffel. So, das muss man jetzt einmal aufkochen. Und nachdem es aufgekocht ist, 15 Minuten ziehen lassen und dann mache ich es in die Thermoskanne rein. Ich habe jetzt mein Getränk in die Thermoskanne umgeschüttet und werde es mir jetzt ans Bett stellen, weil ich muss es in der Früh gleich trinken. Und ja, ich werde dann auch kurz rausgehen. Der Papa grillt nämlich schon, aber ich weiß nicht, ob ich den Geruch von diesem Feuer ertragen kann. Momentan bin ich so geruchsempfindlich, dass ich sowas überhaupt nicht ertrage. Und ja, bevor mir schlecht wird, ich schau mal, wie das für mich ist, weil ich gehe dann rein. Ich wollte heute nämlich grillen, aber das Wetter ist sowas von... Es hat sogar zum Regen angefangen, aber zum Glück hat es aufgehört. Ich zeige euch, wie unsere Kartoffeln aussehen. Und warte, schmecken. Was? Hast du schon probiert? Ja. Man wird ein bisschen schwarz. Also mit Mayonnaise schmeckt sehr lecker. Mm. Empfehlenswert, wirklich sehr lecker. So meine Lieben, ich muss das Video leider alleine beenden. Die Mama ist seit circa einer Stunde im Bett. Ihr ging es am Abend leider nicht mehr so gut. Ja, wir haben trotzdem einen sehr schönen Tag gehabt. Wir waren wieder alle komplett. Wir haben sehr viel miteinander gelacht. Ich hoffe, dass ihr auch einen sehr schönen Tag gehabt habt. Danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss.